Servus und hallo wieder mal zum Speedbuild auf meinem Kanal. Vorweg, dieses Speedbuild-Video ist auch als Echtbauzeit-Video erhältlich auf meinem Kanal, beziehungsweise verfügbar, was heißt erhältlich, ne? Und ja, ich könnte jetzt die Aufnahme nochmal neu starten wegen Versprecher, ist mir aber egal. Das Video dauert nur 8 Minuten, ein bisschen beeilen, was ich alles zu sagen habe. Zuerst mal zum Video. Es ist eine Challenge gewesen, eine Herausforderung von Moomin Little Sucks. Und es ging darum, man hat eine Stunde Zeit zum Bauen, deswegen auch rechts oben der Counter eingeblendet. Und man hatte 100 verschiedene Teile vorgegeben und man musste ja Gebäude bauen. Shops waren zusätzlich erlaubt, dass man die baut. Und das mag sich jetzt erstmal nicht so schwierig anhören, aber versucht euch an der Challenge mal. Ich glaube, ein paar Tage habt ihr noch Zeit, dass ihr da mitmacht. Oder wenn das Video rauskommt, ist vielleicht da schon rum ums Eck. Wie dem auch sei. Ich hatte hier so einen groben Plan. So, ich wollte quasi so ein Shop-Plaza im Halbkreis bauen. Das war der grundlegende Plan. Und da gab es dann nur diverse Schwierigkeiten. Ich habe zuerst ein Gebäude gebaut und das natürlich dann immer kopiert. Aber das seht ihr dann gleich. Was wollt ihr sonst nur sagen? Speedbuild-Videos auf meinem Kanal. Entschuldigung. Speedbuild-Videos auf meinem Kanal. Ist ein bisschen mau zur Zeit. Aber derzeit läuft ja nur die jeden Tag ein angespielt Video-Aktion. Das hat natürlich ein bisschen was an Vorbereitung gebraucht. Dann war ja eine Urlaubszeit und so weiter und so fort. Also von daher ist nicht so, dass ich Planet Coaster jetzt aufgegeben habe oder so. Auf keinen Fall. Es geht weiter. Es kann nur ein bisschen dauern. Heute ist Mittwoch. Wenn alles funktioniert, ist Mittwoch. Also kein regulärer Planet Coaster-Tag eigentlich. Aber das Video wollte ich trotzdem bringen, dass ich euch halt so ein bisschen Infos gebe. Wie gesagt, was ich hier baue, habe ich ja gesagt, erstmal den Grundshop gebaut und ja, das seht ihr. Wie gesagt, Echtbauzeit-Video mit allem Gequatsche, das mir während dem Bauen so durch den Kopf gegangen ist, ist verfügbar. Ich verlinke es euch auch nochmal in der Videobeschreibung zu diesem Video. Hier paar Blümchen gebaut. Natürlich sind immer alle kopiert dann, aber ja, also später dann, seht ihr dann. So, was ich sagen wollte. Planet Coaster geht natürlich weiter. Heute, wie gesagt, Mittwoch, wenn das funktioniert. Wie ich möchte. Und nächsten Samstag kommt dann ein Spotlight-Video. Donnerstag kommt nichts. Ich brauche zurzeit einfach ein bisschen Zeit, dass das alles wieder anläuft. Und irgendwann in hoffentlich naher Zukunft sind wir dann wieder bei Dienstag, Samstag Spotlights und Montag und was war das? Freitag, glaube ich. Speedbuild? War das Montag und Freitag? Nein. Montag und Donnerstag, oder? Dienstag, Samstag Speedbuild, Montag, Donnerstag. Nein. Ja, irgendwie. Die üblichen Zeiten, Alter. Ich sehe meine Zeiten schon immer. Ich weiß meine Zeiten schon immer. Egal. Ich spreche natürlich immer ohne Skript ein, daher ist es immer ein bisschen chaotisch. Hier war, habe es kopiert in dem Halbkreis, wie ich haben wollte. Und natürlich ist es mit Kopieren etwas ungünstig, dass mir die Ecken ordentlich auffüllt. Und da habe ich dann einfach diese Holzdinger, die man ja zur Verfügung hat, hier schön in die Ecken, immer geschaut, dass sie da nichts irgendwo durchglitscht in die Shops dann. Erst alle kopiert, dann noch alle ausgerichtet und dann glaube ich, habe ich schon Shops reingebaut. Und dann nochmal kontrolliert, ob es in die Shops glitscht, irgendwie so. Dann ansonsten auf dem Kanal, wie geht's weiter? Ja, Planet Coaster startet langsam wieder zum regulären Programm, wie auch immer das war, ich bringe es gerade nicht zusammen. Einfach mal dranbleiben und es kommt wieder was.
Ja, am Samstag kommt dann, wie gesagt, ein Spotlight. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es wird eine Parkvorstellung. Und ja, was? Jetzt habe ich gesagt, die Zeit wird zu knapp, jetzt fällt mir nichts mehr ein, was ich sagen könnte. Ach ja, ansonsten die regulären Videos, die so laufen, die gehen vorerst mal so weiter. Vielleicht gibt es da auch eine Änderung irgendwann mal, aber vorerst laufen die so weiter. Muss ein bisschen was an Content wieder nur produzieren und hochladen und planen und so. Die regulären Videos sind geplant bis, glaube ich, Mitte September oder so. Also allmählich ist wieder Zeit, dass ich da wieder ein bisschen was plane. Warum steht hier Created by Ben? Ben Utzername. Das muss ich erklären. Moomin Little Sucks. Ja, mit dem schon öfter geschrieben und so weiter. Kenne ich vom Stream von Poetry Slam, könnt ihr mal vorbeischauen. Und er hat beschlossen, er nennt mich einfach immer Ben. Weil Benutzername ist so für Englischsprachige ein bisschen schwierig zum Aussprechen. Und darum nennt er mich Ben. Na gut, von mir aus haben wir gedacht, dann ist halt das Created by Ben. Ben Utzername. Einfach so ein kleiner Joke nebenbei. Ja, hier nähern wir uns tatsächlich schon dem Ende, wie es aussieht. Wie gesagt, das mag jetzt hier, ja, der Bausteil auf eine Stunde sowas, aber versucht es einfach mal. Egal, ob ihr bei der Challenge mitmacht oder nicht. Es ist wirklich, also für mich war das sehr herausfordernd. Hier nur ein paar Lampen hin und so. Und erst habe ich überlegt, hier nur die, mit den Fächerblumen hier alles einzubauen, aber es war mir dann tatsächlich, es hätte schon schön ausgesehen, aber es war mir einfach zu viel Arbeit und ich hatte die Zeit nicht mehr. Ihr seht es oben, 5 Minuten hatte nur Zeit, schon ein bisschen Panik bekommen hier am Schluss. Dann nur die Hide Me See Me Platten hin. Und es ist wirklich, eine Stunde ist wirklich herausfordernd für mich. So, hier dann nur den Bauplan Blueprint erstellt, es musste als Blueprint hochgeladen werden. Wie gesagt, ein paar Infos nur in der Videobeschreibung. Und letztendlich sind wir dann, glaube ich, 2 Minuten 16 oder so sind wir tatsächlich überblieben. Vielen Dank fürs Ansehen, Servus!